Stronghold ist eine nunmehr 10 Jahre alte Serie und Stronghold 3 ist bei weitem nicht der dritte Teil, der rausgekommen ist für das Spiel. Neben Stronghold und Stronghold Crusader und Stronghold 2 auch Ableger wie Legends oder Kingdoms, was ein MMO-artiges Spiel war. Allerdings Stronghold 3, der nun wirkliche echte Nachfolger, kann man sagen. Die Geschichte, man sieht es hier vorne schon drauf. Diese Person kennen wir vielleicht aus dem ersten Teil. Die Geschichte wird nun also weitergeführt. Ja, man sollte eigentlich die Frage stellen, was kann groß schief gehen an Stronghold 3? Stronghold ist immer schon ein gutes Spiel gewesen und wird das auch eigentlich immer bleiben, nicht wahr? Im folgenden Video erfahrt ihr meine Meinung, warum das nicht so ist. Ich muss mich entschuldigen, es ist kein Testvideo, eher eine eigene Meinung. Mehr dazu genau jetzt. Eigentlich würde man bei diesem Titel ein Testvideo erwarten, aber ich muss mich leider entschuldigen. Dies hier ist kein normales Testvideo, vielmehr eine persönliche Stellungnahme zum Spiel in Teilen mit Testvideo-Aspekten verpackt. Nun also los. Ich bin ein wirklich großer Fan der Stronghold-Serie. Ich habe den Originalteil gespielt, sowie das Add-on Crusader. Beide waren grandiose Spiele und Crusader ist immer noch einer der besten Strategiespiele, die ich bisher gespielt habe. Und ehrlich gesagt, bei Stronghold 2 hatte ich etwas mehr erwartet und habe aber dann mit der Zeit meine Enttäuschung abgelegt und gelernt, das Spiel zu lieben und bis heute Mengen an Zeit im Multiplayer verbracht. Die Legends Kingdoms und Crusader Extreme Ableger bin ich umgangen und als nun Stronghold 3 angekündigt wurde, habe ich mich natürlich extrem gefreut. Was kann schiefgehen? Stronghold 2 in neuer Grafik und schon hat man ein gutes Spiel, richtig? Richtig? Nein, leider nicht. Und hier ist warum. Stronghold 3 macht genau zwei Fehler, um eben kein gutes Spiel zu sein. Die Kamera ist das eigentlich Spielzerstörende. Nicht nur sitzt sie in einer sehr merkwürdigen Perspektive, nein, sie verursacht auch noch viel mehr Probleme. So entsteht die extrem schwammige Kampfsteuerung und die Auswahl von einzelnen Soldaten sowie der Angriffsbefehl ist wirklich sehr schwer präzise auszuführen. Zudem ist die Vogelperspektive viel, viel zu hoch über dem ganzen Geschehen, sodass wir beim Bau von Gebäuden eigentlich überhaupt nichts bauen können und das Bauen uns so schwer fällt, wenn das Gelände schon sehr bebaut ist. Die Gebäude werden zudem nicht in einem unsichtbaren Raster mehr angebaut, nein, sie können jetzt frei, komplett frei angebaut werden in einem 360-Grad-Winkel. Und eigentlich ist das ziemlich cool und toll für eben unseren Burgenbau, weil die Burg wesentlich schöner aussieht, aber führt eben zu oben genannten Platzproblemen. Mit dem Ganzen kann man sich abfinden und drüber hinwegschauen, auch wenn das wirklich schwer fällt. Man kann Stronghold 3 noch als gutes Spiel akzeptieren, auch wenn die Kamera übersehen werden muss. Schwer fällt auch die Kampagne. Die ist serientypisch wirklich wieder sehr hoch im Schwierigkeitsgrad und auch es gibt nur einen. Keine Auswahl, keine Gnade. Eisenhart und erbarmungslos. Eigentlich gilt es, die Missionen auswendig zu lernen und zu perfektionieren. Und das kostet Zeit. Viel Zeit. Wer es dann schafft, wird dann aber mit einer stylischen Filmsequenz im Comicbook-Look belohnt. Die Ratten weg. Unzählige Männer starben an diesem Tag. Schließlich fanden wir Hilfe in einem Dorf und sie halfen uns so gut sie konnten. Wir erfuhren, dass der König von den Männern des Schakals in seiner eigenen Burg getötet worden war. Ich tröstete Lady Catherine. Sie musste beschützt werden. Sie war die Thronfolgerin. Unsere Hoffnung auf Frieden. Und doch hatten wir keine Zeit zum Ausruhen. Die Menschen des Dorfs benötigten unsere Hilfe. Wer nun aber genug vom Kampagnenmodus hat, der kann einfach eine Runde Skirmish spielen. Aber nur online. Denn, und das ist unverzeihlich, einen Offline-Skirmish-Modus, den gibt es nicht. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Der eigentliche Hauptgrund für so viele Spieler, dieses Spiel zu kaufen, ein RTS zu kaufen, den gibt es nicht. Wer kommt auf solche, Entschuldigung, Scheißideen? Stronghold 3 ist eigentlich ein tolles Spiel und ich als Fan der Serie habe Spaß, es zu spielen.
Doch der fehlende Skirmish-Modus und die ärgerliche Kamera sind unverzeihlich und spielzerstörend. Das muss leider so in aller Härte gesagt werden. Für 40 plus Euro kann man Stronghold nicht empfehlen. Man könnte es vielleicht empfehlen, wenn es noch einen Offline-Skirmish-Modus geben würde. Über die Kamera kann ein Fan der Serie hinwegschauen, aber nicht über den fehlenden Skirmish-Modus. Wir verweigern Stronghold 3 eine Wertung, da wir hoffen, dass möglicherweise die Fehler durch Patches behoben werden. Liebe Entwickler bei Firefly, bitte, bitte, bitte patcht noch einen Offline-Skirmish-Modus hinzu. Bitte.